Was ist denn heute Morgen am Taxi im Park passiert? Die Polizei hat eingegriffen? Also es ist so, die Polizei ist nicht im Park, aber die ist auf dem Platz. Mhm. Also der Taxiplatz und das angefangene Tunnelprojekt ist vor dem Park. Und es ist ganz viel Polizei außenrum, einige Wasserwerfer. Und die Proteste haben sich halt ausgebreitet, auch um den Park rum. Also die Polizei ist noch nicht in den Park rein, aber ist ganz, ganz gewalttätig und ganz viel Gas und ganz viele so Gasgeschosse, auch mit so Condor geschossen. Mhm. Und ständig so Gas, mit so Gaskartuschen. Also mit denen in der letzten Woche auch schon einige Leute ihr Auge verloren haben. Also die aus so 8 Gewehren abgeschossen werden. Genau, die schießen direkt auf die Leute mit denen. Und es gibt auch schon ganz viele Verletzte. Es gibt hier im Park eben auch so ein Krankenrevier. Da werden ständig Verletzte reingebracht. Ja, und also die Menschen, ne, sind hier einfach, machen Menschenketten auf dem Platz und dann schießen die Polizisten mit ganz, ganz viel Gas und wie gesagt mit diesen Gaskartuschen, die saugefährlich sind. Ja, es war jetzt gerade so eine Aktion, dass noch so 4, 5 Leute einfach stehen geblieben und nicht weggelaufen sind. Und da wurde auch gefilmt und dann musste halt einfach irgendwann die Polizisten aufhören, weil halt so viele Medien kamen. Es gibt leider auch ganz viele Provokateure und Zivilbullen im Park, die ständig versuchen, irgendwo sozusagen Streit auszulösen, die dann rumlaufen und sagen, ja, wo ist jetzt die Taxin-Soli-Gruppe, die sind gar nicht da, die machen gar nichts. Und halt eben versuchen, die Leute untereinander aufzuhetzen. Also es sind ganz viele Provokateure und Zivilbullen überall. Mhm. Also man muss auf jeden Fall in den Medien aufpassen, weil die auch mal einen Platz Polizisten direkt vor den Kameras sich hinstellen und von hinten mit irgendwelchen Schlagstöcken, ja, wir sind aus dem Ausland gekommen und wir sind ausländische Agenten und dann so ein Zeug erzählen und das verwendet dann die Polizei offiziell um quasi ihren Eingriff und die krasse Gasgebrauch und die Gewalt halt zu rechtfertigen. Aber das sind halt ganz eindeutig Provokateure, das muss man echt überall dazu sagen und das ist ganz wichtig. Tayyip Erdogan hat gerade im Fernsehen gesagt, dass es eine inländische und eine Verschwörung innerhalb und außerhalb der Türkei gäbe gegen die türkische Wirtschaft, die sich also in diesen Demonstrationen ausdrückt und nichts mit Umweltschutz zu tun hat. Ich meine, das passt jetzt zu den Sachen, die du gerade erzählst. Ja, das ist absolute Lüge, also das ist absoluter Hammer. Also der Mann muss echt einfach abdanken. Also es gibt von der Taksim-Soli-Gruppe 6 Forderungen, die sind ganz handfest. Also die erste Forderung ist, dass der Park plan bleiben muss und dass auch das Kulturzentrum am Taksimplatz nicht abgerissen werden darf für eine Moschee. Dann ist die Forderung, dass die verantwortlichen Polizeichefs und einen verantwortlichen Bürgermeister in den ganzen Städten in der Türkei, Ankara, Izmir, Dersim, Antalya, wo überall auch krass viele Leute verletzt wurden, über 5000 Leute wurden verletzt und sind 3 Menschen gestorben, dass die verantwortlichen Bürgermeister und Polizeichefs abdanken müssen. Dann wird gefordert, dass alle, die in Gewahrsam genommen wurden, ohne ein Verfahren freigelassen werden. Und auch, dass die Plätze in den Städten wieder freigegeben werden für demokratische Meinungsäußerung, für Meinungs- und Pressefreiheit. Genau, also das sind einfach die handfesten Forderungen, die unser Recht sind und der Protest ist absolut gerechtfertigt. Ich war auch ganz am Anfang mit dabei, da waren wir noch 50 Leute und da haben die Polizisten von Anfang an einfach die friedlich Protestierenden mit dem Gas einfach weggefegt und direkt mit der Gaspistole ins Auge. Wir machen jetzt gerade eine kleine Versammlung. Ich müsste jetzt aufhören. Wir können auch später gerne nochmal telefonieren.
Şu tarafa doğru zincirin bir tane. İnsan alalım herhalde. Bir sürü insanlar geliyor. Korkmayarız. Hiçbirinden, hiçbir şeyin alalım. Ne gazından, ne suyundan, hiçbir şeyinden. Bu park yıkılmayacak. O bina yıkılmayacak işte. Polis katil izini gösterdi yine. Öldürecek bizi öyle. Katil olan bu biz değil.